Willkommen LTV, wir sind hier beim Vodafone-Stand auf der Mobile, auf der CeBIT 2012. Mein Name ist Bashgal und in Devil TV seht ihr hier, wir haben das HTC One V als funktionierende Variante endlich gefunden. Das auf der Mobile-Wirkung ist noch nicht zu sehen. Ihr seht auch ein bisschen, da steht Confidential drauf, aber das macht uns nichts groß aus, denn wir wollen eigentlich ja nur sehen, wie schön das Display ist und es schaut wirklich sehr schick aus. Wir gehen auch gleich in die Kamera rein, die wirklich jetzt auch schon mal sehr gut funktioniert. Und an sich, ihr könnt erkennen, wir haben hier unten nur Touch-Buttons drauf, hier in dem Android 4 zum Bedienen und das schaut eigentlich auch gar nicht mal so schlecht aus. Es ist schnell, es ist dünn, ansonsten kennt ihr das HTC One V schon. Wir haben nicht so viele Anschlüsse, wie ihr sehen könnt, Lautstärke können wir regeln, wir können oben an- und ausschalten. Wir haben eine LED, die wahrscheinlich auch in mehreren Farben leuchten kann, Kopfhöreranschluss und hier Micro-USB ist auf der linken Seite und unten nichts. Hinten haben wir die Kamera mit Blitz und ein schickes Design. Ja, was können wir euch hier noch groß zeigen? Wir zeigen euch jetzt hier nochmal eine Tastatur, indem wir einfach mal in die E-Mail reingehen. Beziehungsweise, genau, hier könnt ihr die Tastatur sehen. Scheint auch recht gut zu funktionieren. Sie hat auch ein haptisches Feedback, also es vibriert, wenn ich jetzt hier irgendwo tippe. Das kann man natürlich ausstellen. Frontal kann man aber nicht, aber oben natürlich hier noch schöne Lautsprecher. Beziehungsweise Mikrofon ist hier unten eingebaut. Mein Name ist Bashgal für Devil TV von der CeBIT 2012 mit meindeal.com hier gesponsert. Das ist das HTC One V. Hier könnt ihr nochmal die technischen Daten lesen, die wirklich gar nicht mal so schlecht sind. Das ist das günstigste Gerät der HTC One-Reihe. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt bei Devil TV.